So, Freunde, es geht weiter. Wir sind in den letzten beiden Runden und Tom hat 4 aus 6. Und jetzt sind wir gespannt, ob Tom ganz, ganz vorne um den Turniersieg eingreifen kann. Tom, du sagtest, du spielst nur 2 Runden. Dabei waren es doch 9 Runden. Was ist los? Ja, leider war das Turnier über Ostern und die letzten Runden haben am Ostermontag stattgefunden. Die letzte Runde war Ostermontag um 15 Uhr und da ich ja hier aus Nordrhein-Westfalen komme und am nächsten Tag arbeiten musste, konnte ich mir das leider nicht erlauben, die 9. Runde noch mitzuspielen. Ah, das ist natürlich bedauerlich. Okay, dann ist der Turniersieg nicht mehr ganz machbar. Ja. Aber Schwer geworden. ich hoffe trotzdem zwei schöne Partien jetzt noch hier, ja? Also, dann kommt jetzt die Ja. 7. Runde. Vor allem sehr, sehr wilde Partien. Also gerade die Partie, die wir jetzt hier sehen, die hat mich auf sehr, sehr vielen Ebenen verstört und verwundert. Ist gut. Ja, Also E4, E6, das war ja noch in Ordnung. D3, ich spiele hier diesen königsindischen Angriff. weiß, ja. Gegen wen spielst du vom Gegner her? Gegen einen etwas älteren Herrn mit ungefähr 1700. Okay. Ich habe Elo ein bisschen mehr, aber ja, irgendwas um den Dreh rum war das. Aber eröffnungstechnisch war das doch sehr, sehr merkwürdig, weil ich habe hier zum Beispiel noch nie den Zug Läufer nach E7 gesehen. Also das ist schon komplettes Neuland für mich gewesen. Ja. Ich habe erstmal gesagt, okay, ist jetzt nichts groß Besonderes, wir entwickeln uns ganz normal weiter. Und dann kam D6. Okay, Das ist also ja auch kein eine. Französisch, sondern irgendwie ein Gemurkse mit Freestyle, Eben, deswegen, dir fällt ja auch schon kein Name mehr ein. ja? Das ist ja, du Nein. kannst höchstens noch Igelstruktur, heißt das, glaube ich, kannst du noch dazu sagen, aber. Ich glaube, Weil es ist Igel. kein Funktion, es ist kein Perk, es ist. Der Igel ist ja nur, wenn du mit G3 und R mit B6 und wenn du dann mit C4 gespielt hast, dann ist Igel. Echt, ist das nicht diese Igelstruktur mit E6, D6? Ich meine, jemand aus meinem alten Verein hatte das früher so gesagt, dass das Igelstruktur wäre. Wenn du jetzt noch B6 und alles spielst mit Schwarz, ja. Aber dann nennt ihr eher dieses Nilpferd, diesen Hippopotamus oder so. Ach ja. Igel ist dann nur, wenn du, glaube ich, selber mit G3 und C4 spielst. Aber gut, ist auch egal. Auf jeden Fall haben wir komische Stellungen. Also G3 habe ich tatsächlich auch gespielt. Springer nach D7, Läufer nach G2, C6. Jetzt haben wir 3 hier schon mal komplett. Läufer nach E3, also bis jetzt fand ich meine Züge noch relativ natürlich. Kann man jetzt von diesem D3 halten, was man möchte. Aber tatsächlich, wenn man jetzt hier sich überlegt, was würde ich jetzt mit Schwarz spielen? Ich weiß jetzt nicht, vielleicht haben die Zuschauer ja eine Idee. Ich schätze mal, wenn man sich jetzt überlegt, was würde ich jetzt ziehen, würden natürliche Zugvorschläge kommen. Ich sage mal, Springer nach F6, vielleicht doch noch D5 oder ich sag mal, irgendwas in der Richtung. Dame nach C7 ist vielleicht auch schon so ein kleines bisschen exotisch, aber sieht immer noch total natürlich aus. Aber ich frage mich, wie viele von euch wären hier auf den Zug G5 gekommen? Ei. Ja, damit können wir das Theoriebuch auf jeden Fall schon mal schließen. Endgültig. Hier muss ich tatsächlich so ein kleines bisschen überlegen, weil ich habe eigentlich gedacht, das kann doch eigentlich nicht sein. Jetzt spielt er hier, mit Schwarz spielt er hier G5 gegen mich. Wenn. Keine Figurenentwicklung oder Zentrumskontrolle, sagt einfach, ich spiele jetzt G5. Manchmal bin ich ja froh, dass ich gegen 2000er nicht mehr so einen Murks auf dem Brett kriege, ne? Ja, das stimmt auch. Ja, ich habe ein bisschen überlegt, okay, wie gefährlich ist das, wenn er jetzt G4 spielt? Und um ehrlich zu sein, ich fand es nicht richtig gefährlich und habe deswegen einfach meinen Aufbau weitergespielt, habe C3 gespielt. Er hat G4 gespielt. Jetzt vielleicht wäre es ein bisschen aktiver gewesen, den Springer nach D4 zu stellen. Ich habe ihn tatsächlich nach D2 gestellt.
Alles gut, oder? Nichts passiert? Ja, passieren tut hier eigentlich nichts. Beziehungsweise bei meinem Gegner passiert so ein bisschen was. Er hat nämlich auch noch H5 hinterhergezogen. Oh, jetzt. Aber du kannst ja jetzt H3 erstmal hinterher schieben, oder? Könnte ich machen. H3, H4 wären beides Züge, die man in Betracht ziehen kann. Ich muss jetzt sagen, ich habe an die andere Seite vom Bauern gedacht. Ich wollte mit Richtung Zentrum gehen. Achso. Wie bitte? Ich dachte, andere Seite F3, aber im Zentrum oder andere Seite des Brettes geht natürlich auch, ja? Nee, ich meinte wirklich andere Seite vom Bauer, aber da sehe ich nicht F3, ich habe F4 gespielt. Ah, okay. Ja, weiß ich, ich habe irgendwie gedacht, hier, diesem Zentrum, jetzt ist es für ihn, glaube ich, auch. Ja, E5 kann man vielleicht noch spielen, also. Schwierig. Ja, ich dachte nur, du also, willst den G4 unter Druck setzen. Weil so kriegst du den G4 ja nicht unter Druck gesetzt, wenn er jetzt nur mal rein hypothetisch F5 spielt und dann irgendwann mit H5, H4 oder irgendwie, ne? Aber war nur mal mein erster Eindruck. Ja. Ich wollte hier jetzt tatsächlich selber im Zentrum durchbrechen. Alles gut. Ist bestimmt auch sinnvoll. Hm? Es gibt ja den Merkspruch, wenn der Gegner am Flügel spielt, dann soll man selber im Zentrum spielen. Hm? Ja. Von daher, alles gut, D4 und so bestimmt gut. Hm? Ja, also er hat hier E5 gespielt. E5, oh. Damit ich im Zentrum kann. Und ich habe hier D4 gespielt. Ich habe gesagt, ob er jetzt hier schlägt oder hier schlägt, ist mir eigentlich relativ egal. Ich kann mein Zentrum dann weiter stärken. Ich meine, ich kann immer einen nachziehen, wobei ich bei dem war ich mir nicht ganz sicher, schlecht jetzt mit dem Läufer oder mit dem Bauern, weil so ganz freie Bahn wollte ich mich hier nicht lassen. Ja, ja. Ich habe eigentlich gedacht, die drei, die müssten doch eigentlich was wert sein, oder? Ich auch erstmal so. Jetzt kam mir der Ringer mal zur Entwicklung. Ich habe auch meinen Springer entwickelt. A3 sieht vielleicht ein bisschen unnatürlich aus, aber der möchte langfristig mal Richtung C4 gehen. Absolut gut. Er spielt weiter am Königsflügel, H4. Oh, da geht's schon los. Aber tatsächlich war mir das gar nicht so ein Problem. Also ich habe hier Dame nach E2 gespielt und habe gesagt, also im allerschlimmsten Fall auch gehe ich hier einfach lang. Er hat den jetzt auch noch nach H3 gespielt. Eieiei. Also jetzt nimmt er mir sozusagen ein Tempo, aber die Bauern sind da ja erstmal festgelegt und so richtig wehtun tut mir das ja eigentlich nicht. Ja. Mein Spielläufer lange Rochade und kann hier ja trotzdem irgendwie vorgehen. Ja, ja, er legt sich auf jeden Fall fest, ne? Und jetzt weißt du, woran du bist und dann ist gut. Ne? Ja, okay, also wer A sagt, der muss auch B sagen. Deswegen hat er jetzt nicht einfach nur die Bauern da stehen lassen, sondern hat gesagt, komm, ich mach den gleichen Quatsch jetzt am anderen Flügel. Also, ah, natürlich. Jawohl. Und ich war eigentlich schon so ein bisschen sprachlos. Ich wusste nicht mehr so ganz, was ich dazu jetzt noch sagen soll. Ja. Jetzt hat er sich alles aufgemacht an dem Flügel und sagt, komm, jetzt mach ich den gleichen Quatsch am anderen Flügel. Ja, naja, gut. Wenn er den auch noch schießen kann, mal gucken. Ja, teilweise auch diese Felderschwächen, die dadurch entstehen. Ich weiß nicht, so ein bisschen aus dem Sizilianer habe ich da immer so ein bisschen Angst, ob da nicht mal was geschehen kann. Und dieser Springer auf die beiden Felder drauf guckt, muss natürlich sein, der Springer guckt jetzt noch drauf, aber ja. Das wird gleich ein kleines Motiv werden, dass dieser Springer ein paar zu viele Aufgaben hat. Ich habe mir nämlich jetzt tatsächlich dazu entschieden, D schlägt E5 zu spielen. Gleich zu früh? Obwohl, geht noch, ja? Geht noch. Du willst mit dem Springer von A4 nach C4, von A3 nach C4, ne? Ja, und ich hatte halt, also
ich konnte ja jetzt meinen Gegner einigermaßen gut einschätzen, habe überlegt, wenn ich jetzt direkt da hingehe, was passiert denn auf B5? Weil ich wusste eigentlich, dass er kommen würde. Dann kannst du aber immer noch auf E5 zwischenschlagen, oder? Ja. 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 F6, F6. Ja. Und dann nimmt der andere Springer auf C4. Ja, kann sein, dass das auch noch im grünen Bereich ist, ja. Ist auf jeden Fall ähnliches Chaos, wie jetzt auf dem Brett auch passiert ist. Ah, weil ich glaube, wir kommen so in die gleiche Stellung rein, nur über Zugumstellungen. Okay, okay. Und es ist genau die Partiestellung, nur durch Zugumstellungen. Na, dann mal los. Ich hab zuerst geschlagen, er hat zurückgeschlagen und dann ist der Springer hier hingegangen. Mhm. Und dann kam auf B5, so wie ich das tatsächlich berechnet hatte. Und ich meine, ja, das ist eigentlich genau das, was wir jetzt eben besprochen hatten. Weil jetzt kommt nämlich F schlägt E. Jetzt gibt es die Möglichkeit, dass er hier nehmen kann und ich nehme da. Ist nicht ganz genau das, was wir besprochen hatten? Ja, okay, dieser eine Zwischentausch, der... Ja, weil wir halt noch Bauern auf E4 und F4 so als gemeinschaftlichen Verbund über hatten. Und jetzt haben wir einen Isolani über. Mhm. Trotzdem... Wir sind ja besser entwickelt, das muss für irgendwas gut sein, ne? Ja. Ja, ich denke mal, während der Partie warst du ganz zufrieden, dass jetzt ein bisschen was auf ist, dass du ein bisschen was ihn beschäftigen kannst und so, ne? Ich hatte hier tatsächlich schon ein paar schöne Ideen, weil ich meine, so richtig, wo soll dieser Springer jetzt hin? Also, gute Felder hat er da jetzt nicht wirklich und das ist keine Lösung. Das nee. Ist absolut keine Lösung. Und ich kann relativ schnell rochieren und dieser Turm steht dann schon auf dieser Linie. Und dann habe ich vielleicht wirklich mal Ideen mit Läufer E3, Läufer B6 und Springer ja, D6 schafft Ideen immer in der Stellung. Ja. Ich glaube auch, du kannst zufrieden sein hier, ne? Also tatsächlich, wenn ich jetzt hier auf die Engine gucke, die sagt mir plus 1,4. Das habe ich in der Partie angeschätzt. Ich habe gedacht, das ist mindestens mal plus 2,4. Da hätte ich schon gesagt, das ist eigentlich ein ganzes Stückchen besser für Weiß. Okay. Mhm. Dann ist ja auch immer wichtig, dass man sich wohlfühlt während der Partie. Unabhängig davon, wie es wirklich ist. Aber wenn man sich wohlfühlt, ja, dann ist man ja selbst mit mehr Selbstvertrauen, man zieht die Züge etwas schneller. Mit mehr Überzeugung, ne? Und ich glaube, das ist auch insgesamt immer sinnvoll und hilfreich, wenn man positiv in der Partie so rangeht, als wenn man immer nur bei jedem Zug Hilfe, Hilfe und so. Ja. So wie einer von den anderen Partien hatten mit dem Gambit, was ich angenommen habe, wo ich gesagt habe, hier macht mir eigentlich keinen Zug Spaß, für sowas spiele ich eigentlich keinen Schach. Ja, das, da haben wir schon. Okay. Was macht Schwarz? Ja, das ist vielleicht, ich habe es, glaube ich, eben schon so ein bisschen angeteasert, dass hier Springer H7 tatsächlich der beste Zug gewesen wäre. Sieht auch ein bisschen unnatürlich aus, aber man muss sich hier mit Schwarz eingestehen, man hat keine guten Züge. Dieser Springer hat kein richtiges Feld, wo er hingehen soll. Mhm. Und auch der Zug Springer schlägt E4 ist absolut keine Lösung. Naja gut, der hängt erstmal. Der G4 hängt dann auch. Ja, der hier hängt halt auch, also deswegen eine glatte Figur ist es nicht, aber man muss halt immer bedenken, wenn dieser Springer hier steht, der hat ja das Feld, der hat das Feld. Eventuell mit Läufer C5 Drohungen nach langer Rochade. Das ist schrecklich. Ja, ja. Deswegen Springer schlägt E4, BX C4. Ich hatte jetzt überlegt, schlage ich den hier weg, gebe ich das Schach und habe mich dann für keinen von den beiden entschieden, sondern habe gesagt, komm, nächste Figur mit in den Angriff rein, weil ja, was soll Schwarz tun? Ich meine, kurz vor die rennen ja auch nicht weg, die Bauern und die Königstellungen und alles, ne? Mhm. Deswegen eigentlich, die laufen mir nicht so richtig weg, diese Züge. Ja, ja, absolut. Gut, gut. Hat jetzt Dame nach C7 gespielt. Der Springer geht nach D6 rein. Und der König läuft.
Ja, wo laufen sie denn? Und hier ist tatsächlich schon eine interessante Stellung, in der man das relativ schöne Opfer spielen kann. Springer schlägt F7. Woran ich auch eine ganze Zeit lang gerechnet habe, aber ich habe mich nicht getraut. Ich habe irgendwie gesehen, dass sich der König dann am Ende da versteckt. Und ich habe zwar gedacht, da sind so viele Figuren, die gegen den König dann am Ende spielen. Das muss gewonnen sein, aber ich habe die forcierte Fortsetzung, den forcierten Sieg, habe ich nicht gesehen. Und habe dann gedacht, nee, das kann ich nicht bringen. Da hast du den Tal in dir quasi nochmal versteckt, ja? Du hast es gespürt. Ja. Aber ja, Tal hat dann gar nicht immer bis zum Ende gerechnet. Einfach nur gesagt, sein Gespür reicht, das muss gut sein, ja, und den spielen wir dann. Ja. Tom, ja, ich habe gesagt, die Stellung, die ist gewonnen, das sieht man sofort. Warum muss ich da jetzt irgendein Risiko eingehen? Ich meine, ich kann eigentlich jeden Zug hier spielen und ich gewinne die Partie. Mhm. Oder habe zumindest auch eine gute Stellung. Warum soll ich jetzt eine Figur reinknallen und am Ende komme ich doch nicht durch? Ja, absolut, absolut. Mhm. Ich war sogar am Überlegen, den hier einfach irgendwie in eine Tonne zu treten, nur um diese F-Linie zu bekommen. Weil der steht eigentlich, dieser Läufer auf F1 steht eigentlich nur im Weg. Sogar an so einen Quatsch hatte ich gerechnet. Einfach zu sagen, komm, ich schmeiß den jetzt aus dem Weg und gehe dann mit allem, was ich hier habe, auf der F-Linie drauf. Ja. Sogar mal in Verbindung mit diesem Opfer. Oder hier Dame F2 und Läufer schlägt C4. Es gab da so viele Varianten, die ich durchgegangen bin, die auch alle sehr, sehr interessant sind. Aber ich habe dann nirgendwo diesen finalen Finisher gesehen. Und deswegen habe ich mich hier für das etwas langsame Läufer nach D4 entschieden. Aber das ist ja auch immer die spannende Sache, wenn man so viele gute Möglichkeiten hat, dann stirbt man ja manchmal auch in Schönheit. Ne? Erstens verbraucht man so viel Zeit, weil man sagt, komm, ich will den Besten finden. Und dann stirbt man auch in Schönheit, weil man sich irgendwas ausdenkt, was irgendwie unklar ist oder so. Und da hast du auch recht, deswegen lieber, wir müssen nicht den Schönheitspreis gewinnen, lieber die Partie nach Hause fahren und dann ist gut. Ne? Ja, Läufer D4 guckt da so ein bisschen mit dem Röntgenblick auf den hier drauf. Jetzt ist es nicht mehr richtig möglich, hier zu schlagen. Ich schlage immer mit dem Bauern, greife die Dame an, der Turm hängt. Dame F2 ist immer noch in der Stellung oder generell die Dame einfach aus dem Weg zu ziehen, um mal diesen Läufer hier zu entwickeln. Also die Stellung ist halt wirklich ziemlich, ziemlich schwer für Schwarz. Mhm. C5 ist auch sehr interessant, den hier zu spielen. Gibt hier ein paar Varianten, die man rechnen sollte. Dame schlägt C4 zum Beispiel ist gut, Dame F2 ist gut. Springer schlägt F7 ist wieder ein Zug, den man anrechnen sollte. Ja. Dame C4 sieht doch hier sehr verlockend aus, weil du matt auf F7 drohst. Ja, muss man immer rechnen. Dame schlägt C4, wenn man dann doch hier schlägt. Der Bauer schlägt da. Ja, Dame nach C6. Kann nicht den schlagen, aber Schwarz kann den schlagen. Dann muss ich gucken, habe ich mit dem Läufer Abzüge. Es ist auch alles interessant und schwierig, würde ich sagen. Was ich genau, Dame C4. Was gab gleich genau, was ich in der Partie groß noch gerechnet hatte. Angenommen, ich schlage den jetzt weg. Ich schlage den zurück. Mhm. Ich spiele Dame nach C6. Wenn ich den schlage, du schlägst hier, was mache ich dann? Läufer H3 oder? Weiß sogar. Ich muss die Dame zurück und schlage ich auf G4. Vielleicht kann die Dame auf H2 schlagen. Ja, muss gut sein, muss es trotzdem, ne? Aber ist natürlich sehr forciert und vielleicht muss man sich da nicht drauf einlassen. Ja, ich habe tatsächlich gesehen, dass ich hier jetzt immer diesen Notfallplan E6-Schach hätte. Ja.
Und habe mich deswegen hier dafür entschieden, den Springer reinzuknallen. Ah, okay. Jetzt, wo der Läufer auf D4 hängt, ja, und die Dame nicht angegriffen ist. Sehr gut. Ja, jetzt gibt es natürlich ein paar Züge, die man rechnen muss. Sowohl König schlägt F7, CX, D4, Dame zu 6, den Zwischenzug immer. Das sind alles Varianten, die man sich durchgucken muss. Mhm. Ich weiß tatsächlich gerade selber gar nicht mehr, wofür sich der Gegner entschieden hat. Er hat den Läufer gefressen. Mhm. Ich habe den H8 geschlagen. Oh. Nimmst du nicht auf D4 zurück? Hättest du auf D4 zurückgenommen? Nee, weil nicht ist. Dann wäre zumindest dass die D-Linie durch D4, D3 nicht mehr verstopft wird. Wäre nicht mehr drin. Mhm. Meinst du hier sowas in der Richtung? Oder? Ja, zum Beispiel. Ne? Und kann man sich auch überlegen, ja. Aber ja, gut, ich meine, hat er dafür Zeit, nachdem ich hier schlage, D3 zu spielen? Ich meine, ich habe ja den immer mit Tempo. Stimmt, und dann Dame F7, Dame. Oh, 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 sehr gut, sehr gut. Also, ist alles gefährlich. Ich meine, Schwarz steht hier ja mehr oder weniger alleine da. Wenn ich den hier schlage und der König robbt hier wirklich hier rüber, um den irgendwie noch abzuholen oder sowas, dann steht der König ja wirklich komplett nackig. Ja, das stimmt natürlich. Ja, ja, hast recht. Sehr gut. Naja, aber tatsächlich nach Springer schlägt H8 hat mir der Gegner doch noch die Möglichkeit gegeben, den Schönheitspreis zu gewinnen, weil nach Springer schlägt E5 man hier tatsächlich sehr schön was spielen kann. Ihr denkt natürlich zu Hause auch nach. War jetzt an die Zuschauer gerichtet. Also sollen wir auflösen? Ich muss gerade selber überlegen. Oh. Ich habe überhaupt keinen Plan, wie immer. Dame E4 ist eine Option. Dame E5 wäre natürlich eine ganz triviale, einfache. Aber ist ja kein Schönheitspreis. Ja, würde ich schon sagen. Achso. Damenopfer ist für mich Schönheitspreis. Ah, alles klar, alles klar. Nee, Dame schlägt E5 ist hier gewesen und. Ach, ja, hast den ganzen Turm mehr, ne? Ja, eigentlich ist er das ideal. Der Gegner hat tatsächlich noch ein paar Züge weitergespielt, aber es ist eigentlich eine relativ einfache Verwertung hier. Ja. Weil ich darf mich jetzt nicht von den zwei Läufern matt setzen lassen, aber ich habe ihn tatsächlich mehr oder weniger wollte ich ihn dazu zwingen, dass er hier die Qualität frisst, einfach, dass ich dieses Läuferpaar aus dem Weg schaffe, weil ich habe so viel Material mehr, dass ich mir dort alles erlauben kann. Ja, ja. Die Kunst der Vereinfachung, sehr gut. Hat er tatsächlich nicht gemacht. Er hat einen Schach gespielt, ich habe den Turm einfach zurückgezogen. Und hier nach ein paar Zügen hat er dann zum Glück auch aufgegeben. Ich habe hier wieder den Turm stehen lassen, weil auch wenn er den jetzt schlägt, ich meine, ich habe eine Figur mehr und wie viele Bauern? 3 Bauern, das ist mehr als ausreichend. Mm-hmm. Deswegen ja, hat er dann hier auch aufgegeben. Ach, okay. Mm-hmm. Ja, wilde Partie. Wenn man morgens an Brett kommt, ja, und dann ist man noch nicht ganz wach, dann kriegt man sowas, dann ist man auf jeden Fall wach. Ja, da ist man wach. Also allerspätestens hier nach diesem G5, da muss ich tatsächlich eine ganze Zeit lang überlegen. Wobei, ich glaube, das war die Nachmittagsrunde. Das heißt, da war ich dann schon ein bisschen wach. Ah, okay. Achso, da war die Nachmittagsrunde, richtig. Ist ja Dings. Das heißt, du kommst jetzt mit der nächsten Runde, ist denn die Morgenspartie? Ja? Genau. Die Morgenspartie, da muss ich leider sagen, die ist nicht allzu spannend, weil ich habe mich ja immer auf meine Gegner vorbereitet. Und ich habe gesehen, ich habe einen Gegner, der war, ich glaube, 10 oder 11 Jahre alt und hatte 1950. Oh. Kein gutes Zeichen. Kein gutes Zeichen. Ich hatte dann mal so ein bisschen rumgegoogelt und habe dann auch den Leadchess-Account von meinem Gegner gefunden und habe dann gesehen, was er spielt. Und deswegen haben wir im Grunde mehr oder weniger ein Theorie-Duell hier gespielt. Du hast welche Farbe? Ich habe weiß. Und ich
kann im Grunde nicht allzu viel jetzt sagen. Ich kann eigentlich nur sagen, das ist alles Theorie. Ja, sehr bekannte Theorie bis jetzt hierhin. Genau, Läufer C5 ist so ein bisschen, ja, die Nebenvariante korrekt ist hier, also offiziell korrekt ist hier der Zug Läufer nach D7. Die Hauptvariante, ne? Genau. Aber Läufer C5 funktioniert genauso. Hier gibt es ein paar Tricks, die man beachten muss. Zum Beispiel, dass hier Springer schlägt C6 nicht möglich ist, wegen Läufer schlägt F2, König F1. Und wenn man hier versucht, diesen Turm zu gewinnen, dann habe ich hier den Zug Läufer nach A6. Und wir sehen, dass der König kein Feld mehr hat und ich hier meine Dame geben müsste. Ja. Das ist zum Beispiel eine kleine Falle in dieser Variante, Läufer C5. Aber wenn man in dieser Öffnung so ein bisschen vertraut ist mit Weiß, dann weiß man, dass man hier einfach Läufer nach E3 spielen kann und diesen Fallen damit aus der Stellung nehmen kann, dass wir dann nach Läufer D7 in die Hauptvariante zurückgehen. Ja, okay. Läufer schlägt, B schlägt, kurze Rochade. Hier kam dann der Zug Läufer B6, der ist auch ganz genau richtig. Ich habe ja ein Buch zu dieser Eröffnung, da steht drin, der Zug kurz Rochade, der wird wohl öfters gespielt, dass der als ein wenig ungenau gilt, weil man durch F3, Springer G5, F4, Springer E4 und direktes F5 mit Schwarz ein bisschen in eine passive Stellung kommen kann. Und deswegen Läufer B6 genau richtig ist, weil man hier dieses Gegenspiel mit den Bauern im Zentrum suchen möchte. Ah, okay. Mit diesem C5 D4. Ja. Gut, die Variante geht nochmal weiter. F3, Springer G5, F4, Springer E4. So, das ist soweit noch Theorie. Warte mal, alles gut. Ich habe jetzt natürlich auch kein konkretes Theoriewissen. Ich habe nur im Hinterkopf, dass man mit Weiß in solchen Stellungen hier immer Springer C3 spielen kann oder auch sollte. Sieht komisch aus wegen dieser Bauernstruktur, aber dieser C3-Bauer hätte ja Kontrolle über das Feld D4 und hält damit die Bauernwalze auf. Mhm. Kennst du den oder hast du da irgendwas Theoretisches? Um ehrlich zu sein, gerade nicht. Ich kann mal gucken, was das Eröffnungsbuch von Lichess hier sagt. Sagt aber auch 66% Springer D2 und ist tatsächlich auch der Zug, der in dem Buch empfohlen wird. Ah, okay. Deswegen weiß ich, Springer C3 scheint eine Nebenvariante zu sein. 24% wird das gespielt. In der Meisterdatenbank mit 14% und 80% Springer D2. Ah, okay. Es scheint eine spielbare Nebenvariante zu sein, aber die meisten spielen wirklich Springer nach D2. Okay, dann ist vielleicht auch eine andere Stellung gewesen, die ich da im Hinterkopf hatte. Mhm, okay. Ich glaube, es gibt eine Variante, da spielt man Springer C3, aber nach E, wenn man... Ich glaube, wenn der Läufer auf E7 steht, ne? Wenn der Springer nach D7 geht, glaube ich, ist das hier nach, wie heißt das, D5, Springer B5, Springer D7. Da gibt es, glaube ich, hinterher eine Variante, da spielt man Springer C3. Freunde, das ist die Gefahr von, wenn man so viel Halbwissen hat und dann kommt man ein bisschen alles durcheinander, dann lieber gar nichts wissen. Oder sich der Tag vorher das Buch nochmal angeguckt haben. Das hilft. Ja, ich war hier tatsächlich sehr, sehr sicher, Springer D2 ist der richtige Zug. Ja, also ich wollte auch nur fragen. Ich habe für einen Freund gefragt. Habe ich schon so oft auf dem Brett gehabt, das war mir da alles klar. Springer schlägt D2, Dame schlägt D2. Und hier ist eigentlich mit ganz, ganz, ganz großem Abstand 98% der Meisterdatenbank spielen jetzt C5, das ist aber der richtige Zug. Ich habe aber auf dem Lichess-Account von meinem Gegner gesehen, dass er hier den Zug kurz vor Rochade spielt. Kannst du dann Springer B3 spielen? Dann spielen wir Springer nach B3, weil der so ein bisschen dieses Feld C5 verstopft und es dann etwas schwieriger ist, dass er diesen Vorstoß mit den Bauern bekommt. Ja. Deswegen war auch ganz genau der richtige Zug. Und ich habe mir die Variante noch ein kleines bisschen tiefer angeguckt. F6 hat er gespielt, das war immer noch Vorbereitung. E schlägt F6, Dame schlägt F6, Springer nach C5. Na gut. Läufer F5. Ich glaube, hier habe ich die. Ich weiß nicht, ob ich die Züge durcheinander gebracht habe oder ob das wirklich so richtig ist, dass ich erst C3 spiele und erst dann Läufer nach D4.
Man kann die auch direkt Läufer nach D4 spielen. Auch sofort Läufer D4 ist vielleicht Läufer C5, ja, dass du dann nochmal mit dem Läufer ziehen musst. Dass deswegen C3 vielleicht eher genauer ist. Ja, Läufer D4 hängt ja die Dame. Achso, nee, fesselt ja an den König. Sorry, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Aber möchte man den hier abtauschen? Nee, aber ist vielleicht dieses Tempo gewinnen, was dann dem Schwarzen irgendwie noch hilft, oder weiß ich nicht, ne? Weiß man nicht, als Theorie. Nee, ich habe es mir tatsächlich am Abend davor angeguckt, also C3, Turm FE8. Ich glaube, Turm FE8 war der erste Zug, an dem ich aus Theorie raus war, weil ich meine, der Computer hatte gesagt, oder das Buch hatte mir gesagt, dass man diesen Turm verwendet. Ah, macht auch mehr Sinn, ja. Ich meine also, Turm FE8 ist der erste Zug, wo ich aus Theorie raus war. Okay. Läufer nach D4. Dame nach D6. B4. Ja. Man sollte dazu vielleicht sagen, ich bin zwar aus der Theorie raus, aber die Pläne, wie man das hier weiterspielt, habe ich mir trotzdem noch angeguckt. Also, dass man hier B4 und A4 und sowas in der Richtung spielt. Das ist gut, wenn man nicht nur die Theorie kennt, sondern auch so ganz grob ein paar Ideen dahinter. Ja? Das hilft dann immer weiter. Finde ich gut. Aber tatsächlich haben wir hier nicht mehr ganz so viel. Es kam jetzt Turm nach E7, A4, A5. Das ist auch genau richtig. Sobald ich hier A4 spiele, soll man mit Schwarz hier A5 spielen. Mein Turm entwickelt sich nach E1. Und dann vielleicht der nächste merkwürdige Zug in der Partie, Turm nach F7. Den habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz kommen sehen. Okay. Aber mein Gegner hat hier in der Stellung Remis angeboten. Und aus verschiedenen Gründen habe ich das hier auch angenommen. Also zum einen hatte ich, muss ich sagen, ich hatte Respekt davor mit 10 Jahren über 1900. Das ist für mich immer ein bisschen gruselig. Und zum anderen hatten wir uns eigentlich darauf geeinigt, dass wir also vor der Partie, also mit den Mannschaftskollegen jetzt, dass wir, wenn es geht, doch schnell Remis machen, weil wir ja zeitlich zum Zug wollten. Ach so, ja, okay. Das ist ein bisschen noch im Hinterkopf. Ja. Dann hätten wir vielleicht spielen können mit entweder Turm E5 oder Turm E3 und vielleicht gucken, ob man hier Initiative bekommt. Vielleicht mal H3, G4. Ja. Aber ich meine, ich glaube, ich hatte am Ende dann jetzt 5,5 aus 8 und damit war ich eigentlich relativ zufrieden. Okay, hast du damit irgendwelche Ratingpreise noch gewonnen? Ich glaube nicht, aber wir sind ja nicht bis zur Siegerehrung geblieben. Achso. Wir mussten ja dann nachmittags zum Zug. Ah, okay. Okay. Du hast Theorie gut vorbereitet, kein Problem gehabt in der ganzen Stellung. Und gegen so ein Wunderkind ist das ja auch schon mal viel wert. Ja. Und dann war das Turnier zu Ende für dich. Jetzt gib doch mal ein Fazit. Punktausbeute, spielerisch, wo warst du zufrieden mit dir? Wo sagst du, warst du vielleicht nicht ganz so zufrieden mit dir? Ja, also ich muss sagen, ich war am Ende tatsächlich ein bisschen traurig hinterher, dass ich das Remis jetzt in der letzten Runde angenommen habe, weil ich gedacht habe, ich habe noch Lust weiter zu spielen. Ich hätte gern auch noch die 9. Runde gespielt. Gegner war dann natürlich, man muss halt immer so sagen, so Kinder mit so hohen Zahlen, das ist immer gruselig. Gegen einen anderen Gegner hätte ich es wahrscheinlich sogar weitergespielt. Aber das ist eine Sache, da war ich ein bisschen unzufrieden. Und diese Partie mit dem Skandinavisch. Ach, wo du nicht aus der Pötte kamst, ne? Da, wo ich nicht so richtig aus der Pötte kam, wo ich mich auf diesen Quatsch mit F3, G4 eingelassen habe und dann die ganze Zeit diese passive Stellung hatte. Da muss ich wirklich sagen, das tue ich mir nicht nochmal an. Da spiele ich lieber mein Schach, was dann im Zweifelsfall vielleicht aggressiv ist und ich falle damit dann auch mal auf die Nase. Aber lieber, ich habe dann Spaß dabei, als wenn ich mich die ganze Partie nur verstecken muss und die ganze Zeit denke, ich habe hier keinen Spaß dran. Weil dafür spielt man nicht Schach. Okay, ja. Naja, ja. Dafür auf der anderen Seite hat mir dieses Turmendspiel sehr, sehr gut gefallen. Mir auch.
mit dieser ausgeglichenen Stellung, die dann am Ende in diese sehr aktive Stellung umgeändert ist, wo wir ein paar theoretische Turmendspielmotive gesehen haben, ziemlich viel praktische Turmendspielmotive gesehen haben. Das hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Und tatsächlich auch sogar das andere Turmendspiel, was aus dieser grauenvollen skandinavischen Partie geworden ist. Wo ist dann... Dran? Ah ja, dieses. Oh ja. Ging das zu verteidigen, dieses Turmendspiel. Ja. Ein bisschen das des Gegners, genau, aber ja, genau. Aber daran siehst du die Praxis der Turmenspiele, ja, sowohl verwerten als auch um die halben kämpfen. Da ist es einfach wichtig, wenn man sich so an ein paar Basisdingen irgendwie immer wieder orientieren kann. Hm? Ja, das sind tatsächlich die Sachen, die haben mir Spaß gemacht. Die haben mir tatsächlich auch mehr Spaß gemacht, weil es einem auch schachlich mehr bringt, als jetzt zum Beispiel diese erste Partie, in der meine Gegnerin hier Dame F6 gespielt hat und im Grunde nach 10 Zügen komplett eingegangen ist. Ja. Und dann die hart umkämpften Punkte, auch wenn es dann nur halben Punkte sind, sind einem dann irgendwie wesentlich mehr wert. Wir haben einen neuen Turm-Endspiel-Jünger bekehrt. Juhu! Naja. Vielleicht auch nicht, aber find ich gut, dass du überhaupt auch mit Endspielen und so, ne, da auch Spaß hast und so. Das gefällt mir. In harten kämpfte Partien, besonders wenn man sie dann am Ende noch gewinnt, das sind eigentlich die schönsten. Das stimmt. Ja, alles klar. Ich denke mal, DBZ-Auswertung oder kann ja jeder auf der Homepage von Grinke wahrscheinlich dann einsehen, ne, nehme ich mal an. Genau, ja. Tabelle und Auswertung und sonstige Informationen rund um das Turnier mit Bildern und alles Mögliche gibt es ja, glaube ich, millionenfach auch schon. Das ist ja kein Problem. Aber Partien vom B-Open mal aus Sicht eines Spielers zu sehen, das hat mir richtig Spaß gemacht. Tom, ich danke dir herzlich vielmals für die Geduld. Das hat sich ja jetzt über 2-3 Tage erstreckt hier. Und die technischen Probleme und alles, was dazu kam, ja, und jeweils dann sich ein paar Stunden Zeit nehmen. Vielen Dank dafür erstmal. Wir machen noch ein bisschen weiter, aber das kommt jetzt nicht mehr auf die Aufnahme drauf. Und deswegen sage ich dir besten Dank und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht und was gebracht und ihr konntet was mitnehmen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.